Wie können wir wirklich was bewegen? Mit Kampagnen, mit Protest, über Wahlen? Da kann uns jetzt jemand sehr viel mehr zu erzählen, der das seit Jahrzehnten erfolgreich hinbekommt. Der Mitbegründer und geschäftsführende Vorstand von Campact, Christoph Bautz. Ja, ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt. Ja, noch ist es nicht brechend voll, würde ich mal sagen, aber wenn ich an heute Nachmittag denke, dann wird sich das Bild, glaube ich, ziemlich ändern. Weil wenn ich von überall höre, was auf den Straßen los ist, dann sind hier tausende Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer unterwegs hierher. Und heute Nachmittag, das Bild, was wir da abgeben werden, das passt einem ganz sicher nicht ins Konzept. Und das ist die IAA und das ist die Autolobby und das ist der VDA. Nachdem vor 2 Jahren wir mit vielen tausenden Radlerinnen und Radlern und vielen ganz bunten Protesten in ein kommunikatives Desaster angerichtet haben, sind sie jetzt hier nach München geflohen und ja, hofft, dass hier alles besser wird. Sie wollen ihr dreckiges Image aufpolieren und alles ein bisschen grün überstreichen. Doch wir sind hier, weil wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Die IAA ist und bleibt eine Werbeveranstaltung der großen Konzerne für ihre Luxuskarossinen und für ihre großen SUVs. Und genau deswegen trifft die IAA weiter auf unseren breiten Widerstand. Ja klar, die Autolobby hat weit mehr Elektroautos in diesem Jahr in den Ausstellungshallen und auf der Blue Lane platziert. Doch sie zeigen damit auch eins: Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden, wie sehr die Klimakrise mittlerweile eskaliert ist und dass die Antwort auf die Klimakrise nicht sein kann, einfach mal den Antrieb auszuwechseln in den Autos von Fossil, von Verbrenner auf Elektro und dann wird ja alles gut. Die Antwort auf die Klimakrise ist nicht eine Antriebswende. Die Antwort auf die Klimakrise ist eine Verkehrswende. Weg von immer mehr Autos hin zu einem gut durchdachten Konzepten mit Fahrrad, mit Bus und Bahn. Und dafür streiten wir heute hier. Die Klimakrise eskaliert, wenn es einen Bereich gibt, wo die Politik besonders versagt hat, dann ist es der Verkehrssektor. Um 0% sind die Emissionen im Verkehrssektor in den letzten 15 Jahren zurückgegangen, wenn man mal den kurzen Einbruch von Corona rausrechnet. Dieses katastrophale Versagen hat einen Namen und dafür ist eine Partei verantwortlich. Der Name ist Andreas Scheuer und die Partei ist CDU und CSU. Sie haben all das blockiert, was Klimaschutz voranbringen würde. Sie haben selbst ein Tempolimit blockiert, als der ADAC das mittlerweile auch schon fordert. Und genau deshalb gehört diese Partei der Klimablockierer in 2 Wochen am Wahlsonntag abgewählt. Liebe Freundinnen und Freunde, die Klimaforscherinnen und Forscher sagen uns ganz klar, wir müssen jetzt sehr entschieden handeln, wenn wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen wollen. Und dafür reicht eines nicht mehr, ein bisschen den CO2-Preis nach oben schieben, ein bisschen die Mehrwertsteuer für Bahntickets reduzieren, ein bisschen den ÖPNV ausbauen. Ein Name steht für dieses bisschen und eine Person, die auch am Sonntag in 2 Wochen zur Wahl steht. Und diese Person heißt Olaf Scholz. Auch Scholz steht vor allem dafür, in den letzten 4 Jahren gebremst zu haben beim Klima und eben nicht verstanden zu haben. Diese Wahl ist eine Jahrhundertwahl. Diese Wahl ist die letzte, wo wir 1,5 Grad noch einhalten können. Und deswegen müssen sowohl die Klimablockierer aller Laschet und die Klimabremse aller Scholz
in 2 Wochen abgewählt werden. Wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, dann müssen wir in 15 Jahren bei Null Emissionen im Verkehrsbereich sein. Das ist eine irre Herausforderung. Aber liebe Freunde, ich glaube, wir sind uns einig, das ist auch eine irre Chance. Eine Chance auf lebenswerte Städte, wo nicht auch Straßen vollgestopft sind von Autos und vollgestellt sind von Autos, sondern vollgestellt von Bänken und von Straßenbäumen, wo Kinder spielen können, wo ganz viele Leute sich treffen können und Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sicher fahren können. Und es ist genauso auch eine Chance für die Dörfer und das Land, dass auch dort wieder gut vernetzte Verkehrskonzepte entstehen, Bus und Bahn ausgebaut werden. Das ist die Alternative zu den Blechlawinen in den zugestellten Städten. Das ist die Alternative zu abgehängten und entvölkerten Dörfern. Diese Verkehrswende ist auch eine Wende zu einem besseren Leben. Und gemeinsam setzen wir diese Verkehrswende durch. Und wenn ich hier so rumschaue, dann sehe ich ganz viele Leute, die überall vor Ort schon an dieser Verkehrswende arbeiten. Bahnliebhaberinnen, die dafür streiten, dass die Taktzahl höher wird, dass der Bahnverkehr attraktiver wird. Die Leute, die überall Radverkehrsentscheide organisieren, die vor Gericht gehen, für besseren Klimaschutz dort erstreiten oder Pop-up-Radwege dort verteidigen. Und ich kann nur sagen, das, was ihr dort überall macht, das macht uns Mut, das gibt uns Kraft, das gibt uns Entschlossenheit, auch für die große Verkehrswende zu streiten. Die Verkehrswende nehmen wir jetzt überall selbst in die Hand. Überall sind Leute aktiv. Aber ich muss sagen, dass mich einige Leute ganz besonders beeindrucken. Die stehen da drüben und die heißen Sand im Getriebe. Die waren gestern hier überall unterwegs, vorher angekündigt und mit ihrem Gesicht haben sie dafür gestanden, dass sie zivilen Ungehorsam machen, symbolisch und gewaltfrei. Und ich muss sagen, das, was sie an Polizeigewalt erfahren haben, das passt nicht mehr zu einem Rechtsstaat. Das war völlig empörend und völlig unverhältnismäßig. Ich kann nur sagen, das, was Sand im Getriebe macht, mag nicht ganz legal sein, aber angesichts der Dimension der Klimakrise ist es bitter nötig und mehr als legitim. Ihr habt unser aller Dank und Solidarität verdient. Das ist euer Applaus da drüben. Liebe Freunde, kommt zum Ende. Lasst uns diese Wahl gerade auch in den letzten 48 Stunden zu einer Klimawahl machen. Ja, es ist die Jahrhundertwahl. Es lohnt sich zu kämpfen. Und lasst uns am 24. September, 2 Tage vor der Wahl, einen ganz großen Klimastreik hinlegen. Die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future haben uns gebeten, am 24. September alle wieder da zu sein, wieder mit Hunderttausenden die Straßen zu füllen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Mal Hände hoch. Wer ist dabei? Wer ist dabei? Seid mal laut. Super. Ich glaube, Leute, das wird riesig. Das wird genau das Zeichen, was es braucht vor dieser Wahl, die so viel entscheidet. Lasst uns der Politik zeigen. Wir bleiben da jetzt dran, bis ihr endlich adäquat handelt. Wir machen jetzt ernst beim Klimaschutz und stellen uns entschieden der Kohle, der Öl- und der Autolobby entgegen. Danke, dass ihr da seid. Wir treffen gleich auf die vielen Radfahrerinnen und Radfahrer. Ich freue mich, dass ihr eure Traum. Und wir machen jetzt eine schöne Demo. Macht's gut. Bis dann. Ciao.